Wir wollen weiter leveln in The Frosty Sandland, auch nach Level 40. Und das Ganze nennt sich dann Prestige. Und die Frage ist, wie geht das? Was braucht man dafür? Was bringt es? Und vor allem, worauf muss man aufpassen, was die Ressourcen angeht? Prestigen bedeutet meistens, dass man ein Level wieder komplett zurück auf die erste Stufe setzt. Und hier ist es genauso. Egal ob jetzt Freyna, Blair oder Bunny, sobald sie die Maximalstufe erreicht haben, die ist momentan Stufe 40, kann man sie prestigen, das heißt wieder Stufe 1 zurücksetzen. Wir sehen hier bei Freyna, dass hier ein Symbol neben der Stufe ist. Und das ist das Prestige-Symbol. Das heißt, sie ist Prestige 1, Stufe 12, also eigentlich schon Level 52. Das heißt, Prestige ist sozusagen eine Möglichkeit, den Charakter weiter zu leveln, nachdem man die Maximalstufe erreicht hat und immer wieder sozusagen eine Verbesserung hinzuzufügen, den Charakter noch stärker zu machen. Man kann sowohl die Sensens prestigen, als auch die Waffen selber, die haben nämlich die Leistungsstufe und auch die hat einen Maximalwert von 40. Und sobald die Maximalstufe von 40 erreicht ist, kann man auch jede Waffe immer wieder prestigen. Dadurch, dass man bei einem Prestige den Level eines Charakters wieder zurücksetzt auf 1, ist dieser natürlich im ersten Moment schwächer. Das heißt, die Stärke kommt erst mit der Zeit, wenn es wieder hochgelevelt ist. Also sollte man etwas Wichtiges vorhaben, wie zum Beispiel einen Bosskampf oder ähnliches, dann sollte man natürlich vor so einem Ereignis nicht prestigen. Aber was bringt das Prestigen jetzt eigentlich? Wir gucken uns das Ganze bei Freyna mal an. Und zwar ist es so, dass ein Prestige sozusagen ein Symbol oben in der Modulstufe hinzufügt. Das bedeutet, wir sehen hier die Singular-Experte-Moduleinheit, die ist auf 4 reduziert, weil hinter diesem Modul das Symbol R sich befindet. Das heißt, wir halbieren mit dem Symbol Module, die dasselbe Symbol oben stehen haben. Damit werden die Kosten reduziert. Ich habe ein R hier oben, dann ein R hier auf diesem Slot und diese 3, die steht eben hier auf Techniker. Ich entferne mal das Modul und dann sehen wir hier das Symbol. Techniker kostet nämlich im Originalpreis 16 und lege ich jetzt 16 auf dieses Feld, halbiert sich der Preis. Und das ist Sinn des Prestigens, weitere Symbole hinzuzufügen, um die Preise der Module weiter zu senken. Man kann jedes Feld mit einem Symbol versehen und man kann auch Symbole umändern. Das heißt, im Grunde genommen ist der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt und man kann immer wieder prestigen. Das Ganze geht hier über Modul-Zusatzeinstellungen. Hier haben wir zwei Optionen, Modul-Sockeltyp zuweisen. Das ist das Prestige-Menü und maximale Kapazität steigern. Wir müssen uns auch mal anschauen. Ich klicke hier mal drauf und dann sehen wir, dass wir hier einen Maximal von 74 Modulplätzen haben. Das heißt, hier haben wir bereits die Kapazität gesteigert. Das ist kein Prestigen. Das ist sozusagen die Möglichkeit, die Modulplätze allgemein einmal zu steigern. Ich zeige das hier nochmal bei Blair, da gehen wir nochmal auf Modul-Zusatzeinstellungen, maximale Kapazität steigern und dann sehen wir, dass wir hier 20 Plätze hinzukriegen würden, wenn wir diesen Gegenstand verwenden, das ist ein Energieaktivator. Diesen kriegt man einmal kostenlos im Spiel in der Kampagne und dieser ist relativ schwer zu farmen, also man muss sozusagen das ganze Spiel einmal durchgespielt haben auf normal, um alle Level freigeschaltet zu haben, wo man entsprechend diese Items farmen kann. Das heißt, es dauert ein bisschen und es erfordert etwas Grind sozusagen, daran zu kommen. Man hat nur einen, also überlegt euch gut, bei wem ihr das verwendet. Aber denkt auch dran, das hat jetzt nichts mit dem Prestige zu tun. Es wird manchmal verwechselt. Gehen wir jetzt wieder zu Freyna, dann sehen wir hier entsprechend die drei Symbole, diese zwei R's und die drei Striche, das M. Das ist also sozusagen ein Prestige. Möchten wir jetzt nochmal prestigen, also wäre Freyna jetzt auf 40, würden wir ein Symbol auswählen, das irgendwo hinsetzen und dann prestigen. Das heißt, im Grunde genommen reicht es, ein Symbol auszusetzen, den Knopf zu drücken und danach ist sie wieder Stufe 1. Das ist im Grunde genommen das ganze Geheimnis. Und dazu wird einer von diesen Kristallen hier verbraucht. Das ist dieser Kristallisierungskatalysator. Den muss man farmen. Um den jetzt herzustellen, gehen wir wieder zu unserer bekannten Anais. Hier einmal sozusagen ihr Repertoire öffnen und dann auch Verbesserungsmaterial. Und hier unten sehen wir dann den Kristallisierungskatalysator. Das heißt, hier kann man ihn herstellen, kostet 187.000 Gold. Aber vor allem kostet es eben diese Materialien. Und die ja sind jetzt gar nicht mal so schwer zu farmen, muss ich sagen. Allerdings sind da so ein paar Sachen dabei. Die Items kriegen wir alle ganz normal in den Leveln. Man muss die Kampagne dazu bis Schlucht der Weißen Nächte gespielt haben. Das ist hier oben links die Map, also wenn man die abgeschlossen hat, dann hat man alles freigeschaltet, um diese Kristalle zu farmen. Und muss sich dann die Mühe machen, entsprechend alle Items zu bekommen. So ein bisschen der Knackpunkt ist bei diesen Bakterien hier diese Mischenergie-Überreste. Wenn wir uns nämlich anschauen, was das sozusagen ist, beziehungsweise wo man das herbekommt, steht hier Agna-Wüste, verschlüsselter Tresor. Das heißt, hierzu müssen wir Tresore öffnen. Das ist jetzt ein bisschen heikel. Ich werde im separaten Video nochmal erklären, wie man da rankommt, dass man diese Tresore farmt und die Bakterien daraus bekommt.
Grundsätzlich ist es aber so, dass ihr auf eine Map geht und dann Tab drückt, also am PC ist es die Tabulator-Taste, und dann den Suchping aussendet. Ihr hört dann ein Geräusch, so ein kleines Ping, und sozusagen dieses Ping gibt die Richtung an, wo sich ein Tresor befindet. Ihr müsst also wirklich einfach stupide diese Dinger suchen. Und wenn ihr einen Tresor findet, hier seht ihr zum Beispiel unten im Abgrund ist das Ding versteckt, da höre ich den Ping, gehe runter. Da drin sind dann diese bakterienartigen Dinger versteckt. Ihr müsst dann das Ganze aktivieren oder ein Minispielchen durchspielen. Das Ganze sieht so aus, dass ihr sozusagen mehrere Ringe habt. Ihr müsst darauf achten, linke oder rechte Maustaste im richtigen Moment zu drücken. Und dann wird das Gerät sozusagen geöffnet. Und die Belohnung daraus ist dann ein, zwei oder drei von diesen Bakterien. Der Tresor verschwindet danach und ist ungefähr so eine halbe Stunde auf Cooldown. Wichtig ist eben für diese Bakterie, ich nenne es mal Bakterie, das ist in der Agnerwüste, das heißt, man muss die Agnerwüste durchforsten, durchcampt die Wüste und da entsprechend dann die Tresore öffnen. Wenn ihr ein, zwei gefunden habt, dann geht immer wieder zu denen und öffnet die eben. Ich werde ein separates Video dazu machen, weil das nochmal ein eigenständiges, komplexeres Thema ist. Und das ist die schwierigste Ressource, würde ich mal sagen, die man hier farmt. Wenn man mit Dreh raus hat, geht aber auch das. Und dann geht das Ganze in Produktion. Es dauert 7,5 Stunden. Achtung, Achtung, also man kann da nicht sofort prestigen. Wenn ihr die Materialien habt, 7,5 Stunden. Und dann könnt ihr sozusagen erst diesen Kristall bei ihr abholen, bei der Anis. Und eure Prestige, die Aktion durchführen. Jetzt ist es so, dass wir nicht nur die Descendants prestigen können, sondern auch die Waffen. Auch hier gehen wir auf die Module, gehen auf Modulzusatzeinstellungen, Modulsockeltyp zuweisen. Übrigens kann man auch hier die maximale Kapazität steigern. Also auch jede Waffe lässt sich einmal um 20 Modulpunkte steigern mit diesem teuren Energieaktivator. Also Achtung, Achtung, dass man den nicht aus Versehen benutzt. Überlegt euch gut, wofür ihr euren ersten kostenlosen Energieaktivator benutzt, habe ich ja schon mal gesagt. Aber das ist wirklich heikel. Der erste ist Gold wert. Und ja, ihr geht auf Modulzusatzeinstellungen, Sockeltyp zuweisen. Und auch hier haben wir wieder dieselben Symbole, haben dieselben Sockelplätze, können also entsprechend ein Feld zuweisen. Und dann die Waffe prestigen, sodass sie wieder von Leistungsstufe 1 gelevelt werden kann. Das Prestige macht also sowohl die Waffe als auch die Descendants stärker, dadurch, dass wir mehr Module und höherwertige Module einbauen können. Es hat aber noch einen weiteren Vorteil, und zwar steigern wir dadurch auch unseren Meisterschaftsrang. Der Meisterschaftsrang ist nämlich davon abhängig, dass man sozusagen Level erreicht über die Descendants. Der Meisterschaftsrang levelt über Level erreichen der Waffen und es wird gelevelt über Abschließen von neuen Missionen. Das heißt, würde ich mit einer Level 40 Frainer und einer Level 40 Waffe immer wieder dieselbe Mission spielen, würde ich 0 Punkte bekommen für den Meisterschaftsrang. Also wer sich wundert, warum man keine Meisterschaftspunkte mehr bekommt, das könnte daran liegen. Das heißt, würde ich jetzt zum Beispiel mit einer Level 1 Frainer und Level 1 Waffe eine neue Mission spielen, würde ich maximal davon profitieren und maximal Meisterschaftspunkte bekommen. Die Meisterschaftsränge geben euch natürlich mehr Lagerplatz, mehr Modulkapazität und so weiter. Es lohnt sich also auf jeden Fall immer so ein bisschen zu gucken, dass man alles so ein bisschen im Gleichgewicht hält und seinen Meisterschaftsrang weiter levelt. Und auch das kann man durch Prestige natürlich unglaublich gut machen. Wer jetzt keine Zeit hat und das Ganze direkt im Shop kaufen will, so ein Kristallisierungskatalysator kostet übrigens auch 300 Einheiten, also ungefähr 7 Euro. Also theoretisch könnte man es direkt kaufen, wer sich wundert, wenn irgendwelche Streamer schon direkt am ersten Tag Prestige haben, wie die das geschafft haben, weil sie jetzt gar nicht farmen konnten. Ja, man kann es natürlich theoretisch auch im Shop kaufen. Aber ja, das Farmen, wie ihr gesehen habt, ist eigentlich nicht so schwer. Und damit ihr auch mal seht, wie das live abläuft, einmal aus dem Livestream die Szene, wie ich die Frainer prestige, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Also, für den Prestige. Ich mache mal die Kamera weg. Gehen wir hier auf Nachfahren-Modul. Jetzt hier auf Modul-Zusatzeinstellungen. Modul-Sockeltyp zuweisen. Und da verwenden wir jetzt diesen Kristall hier. Den haben wir gefarmt. Wir haben jetzt einen, wir müssen den nächsten, können wir direkt schon wieder nachfarmen. So, den müssen wir farmen. Jetzt müssen wir ein Symbol zuordnen. Die Frage ist, welches Symbol? Und dazu gucken wir hier einmal bei den Nachfahren-Modulen. Was lohnt sich runterzusetzen? Das ist bei mir halt ganz klar Techniker, ne? Das ist ganz klar. Das sind diese drei Symbole hier. Das lohnt sich mit Abstand am meisten, also mit Abstand. Ich würde den jetzt mal hier auf den letzten Platz setzen. Techniker mit den drei Strichen. Jetzt gehe ich hier drauf, gehe auf Modulsockeltyp zuweisen. Und jetzt nehme ich die drei Striche und packe die hier drauf. Weil ich die hier haben möchte für das Techniker-Symbol, okay? Jetzt sage ich Sockeltyp anwenden. Achtet jetzt auf das Level. Ich bin bei 40. Jetzt einmal Sockeltyp anwenden. Boom. Jetzt bin ich wieder auf Stufe 1 und habe sie prestiged. Wir gehen einen zurück. Und ihr seht, dass hier jetzt die Kosten halbiert sind. Deswegen immer prestigen, prestigen, prestigen. Prestige for the win sozusagen.
Jetzt steht im unendlichen Level nichts im Weg. Wenn ihr jetzt auch wissen wollt, wozu ihr die neuen Modulplätze, die ihr jetzt bekommen habt, nutzen könnt, hier einmal der Modul Guide. Ansonsten bin ich erstmal weg. Ich muss selber weiter grinden, leveln. Sage an dieser Stelle, hasta luego. Und hasta la vista. Ciao.